Hallo Kinder, leider ist es so, dass manche von euch das Prinzip unseres kleinen Mitmachvideos nicht verstanden haben und die beiden Videos einfach nicht gefunden haben und einfach A oder B geschrieben haben, weil sie dachten, das sind Fotos. Ja, deshalb lade ich jetzt diese Videos trotzdem nochmal einzeln hoch, einfach damit ihr die beiden Videos auch sehen könnt, weil es echt schade wäre, weil wir da echt ein bisschen Arbeit reingesteckt haben, um die Idee ein bisschen zu entwickeln. Ja, vielleicht klappt das ja irgendwann ein anderes Mal. Ja, auf jeden Fall seht ihr jetzt Teil B und in dem anderen Video Teil A, den verlinke ich euch dann nochmal in die Infobox und dann könnt ihr einfach entscheiden, welcher Teil in unserer Geschichte weitergeführt werden soll. Ja, vergesst dann aber bitte nicht auf dem Hauptvideo abzustimmen, das verlinke ich euch auch nochmal in die Infobox. Da klickt ihr einfach am Ende auf das I, also von dem Video ist oben ein I und da könnt ihr dann halt einfach Geschichte A oder Geschichte B drücken. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Geschichte. Oh Mann, ey. Hoffentlich ist das nicht die Besitzerin. Oh, bitte, bitte, bitte nicht. Ja, schönen guten Tag. Kommen Sie gerne rein. Ich heiße Sophia. Ja, und ich bin die Birgit. Ja, schönen guten Tag, Birgit. Ja, dann kommen Sie mal gleich rein. Wir gucken nach der Katze. Mein Sohn ist gerade mit ihr noch zugange. Ja, erschrecken Sie sich aber bitte nicht. Die Katze hat ja diese ganzen Verletzungen. Und auf dem Foto haben wir das versucht, noch ein bisschen besser darzustellen. Einfach, dass Sie Bescheid wissen. Ja, ja, danke nochmal, dass Sie sich um das Tier gekümmert haben. Ach, Sie haben ja noch ein ganz kleines Baby. Ja, genau, das ist unsere Emma. Sie ist erst ein paar Wochen alt. Na, die ist ja wirklich süß. Ich habe auch eine Tochter. Ja, und die ist total sauer, weil ich, nicht auf die Katze aufgepasst habe. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problem. Mein Sohn hängt auch sehr an der Katze jetzt schon. Ich hoffe, ja, er macht jetzt hier nicht allzu großes Theater. Und wenn ja, dann müssen Sie ihm das wirklich verzeihen. Er hätte so gerne ein Haustier. Und ja, er hat sich jetzt so viel Hoffnung in diese Katze gemacht. Ja, das kann ich ja verstehen. Die Flocke ist ja auch wirklich eine süße Katze. Ich hoffe, sie ist das. Linus, kommst du bitte mit der Katze? Die Frau ist jetzt da. Ja, ich komme. Ach, ja, hoffentlich ist das jetzt nicht die Frau, die dir gehört. Ach, bitte, bitte, bitte nicht. Ich möchte den Fussel so gerne behalten. Ja, du bist also der Katzenheld hier im Haus. Ja, also ich heiße eigentlich Linus. Ja, hallo Linus, ich bin die Birgit und ich möchte mir jetzt ganz kurz mal die Katze angucken. Hey, Fussel, was machst du denn da? Ja, ich glaube, sie erkennt mich. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich bin mir zu 99,999% sicher, dass das hier unsere Flocke ist. Ja, sie erkennt mich ja auch. Ach, Gott sei Dank ist sie gefunden worden. Es ist zwar echt blöd, dass sie einen Autounfall hatte, aber es ist so toll, dass sie sich um die Katze gekümmert haben. Also heißt die Katze gar nicht Fussel, sondern Flocke? Ja, genau, Linus. Meine Tochter hat sie Flocke genannt. Ja, also Fussel, Flocke ist ja echt so ein kleiner Verräter, wenn sie mich jetzt einfach hier vergisst. Das macht mich irgendwie traurig. Das wird Flocke dir bestimmt niemals vergessen. Du hast ihr Leben gerettet, Linus, und da kannst du sehr, sehr stolz drauf sein. Ja, ich weiß, aber ich hätte sie trotzdem gerne behalten. Ach, Linus, nur sei nicht traurig. Oh, ich bin jetzt aber ein bisschen traurig. Ja, wir haben aus der Tierklinik auch noch Medizin bekommen. Sie müssten dort jetzt auch die Rechnung bezahlen. Oh ja, das war bestimmt alles nicht ganz billig. Aber da rufe ich dann morgen an oder am besten nachher. Ja, also ich habe die Katze auch als vermisst gemeldet und ich muss das auch weitergeben, weil sonst, ja, weiß ich nicht, was mit den Kosten ist. Ja, nee, das ist gar kein Problem. Ich schreibe Ihnen auch gerne noch meine Adresse auf. Ja, das wäre ganz gut, dann kann ich das alles der Tierklinik einfach rübermailen. Sie haben ja schon nicht gut auf Flocke, meine ich, aufgepasst, ne? Also, wie konnte sie denn abhauen? Sie ist ja noch ein kleines Ding. Ja, da hast du recht, Linus, da war ich sehr unachtsam. Wir haben ein Fenster im Erdgeschoss aufgelassen, ja, und dort ist Flocke einfach entwischt. Sie ist sehr neugierig, wie du vielleicht merkst, ja, und sie wollte wahrscheinlich irgendwie einen Vogel hinterher springen. Das war aber nicht sehr gut von Ihnen. Sie hätten besser auf die Katze aufpassen müssen. Ich hätte mich viel besser um sie gekümmert. Linus, also wirklich, jetzt ist aber gut. Doch, da hat Ihr Sohn recht. Ich war da sehr unachtsam mit der Katze. Und das wird auch nicht mehr vorkommen. Du hast wirklich recht, Linus. Wenn man ein Tier hat, muss man gut auf das Tier aufpassen. Ja, hier sind also die Medikamente. Morgens und abends eine Antibiotika. Und das Annika soll man einfach zwischendurch mal geben, damit die Wunden einfach besser heilen. Fussel, ich werde dich ganz schön doll vermissen. Pass diesmal bitte besser auf dich auf. Und es fällt mir auch echt schwer, dich gehen zu lassen. Aber ein anderes Kind vermisst dich wohl auch. Ja, und ich werde dich aber auch ganz schön doll vermissen. Danke für die schöne Zeit, die wir zusammen hatten.
Ich würde jetzt auch sagen, dass sie gehen. Ich will sie auf keinen Fall rausschmeißen, aber meinem Sohn fällt das einfach so schwer. Das zerreißt mir das Herz. Ja, ja, natürlich. Ja, ich gebe Ihnen, wie gesagt, noch meine Adresse und ich schreibe Ihnen auch meine Telefonnummer auf. Wenn Sie wollen, können Sie Flocke, jetzt fange ich auch schon so an, gerne besuchen. Ja, und danke, dass Sie sich so toll um die Katze gekümmert haben. Ja, das haben wir sehr gerne gemacht. Ja, Linus, du musst dich jetzt leider von Flocke verabschieden. Okay. Tschüss, Fusse. Ich werde dich so doll vermissen. Pass jetzt diesmal bitte besser auf dich auf. Und vielleicht kann ich dich ja mal besuchen kommen. Ja, du bist eine ganz tolle Katze. Aber pass bitte gut auf dich auf und werd wieder richtig gut gesund, damit du schön draußen rumspringen kannst. Ja, tschüss, Flocke. So, dann mach's mal gut, du kleine Flocke. Ja, und diesmal passt du aber viel, viel besser auf dich auf, ja? Und werd auf jeden Fall wieder gesund. Nicht, dass du nachher so ein Krüppelfuß bist. Ja, ja, danke schön, Frau Fröhlich, dass Sie sich so toll um die Katze gekümmert haben. Ja, das haben wir sehr gerne gemacht. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich meine, als ich im Fahrstuhl stecken geblieben bin, war es so schlimm. Das ist so traurig, dass Fusse jetzt weg ist. Ach, herrje, ich werde Fusse auch irgendwie vermissen. Die war doch noch so klein. Ja, und irgendwie war sie auch richtig süß, obwohl ich ja eigentlich keine Tiere mehr wollte. Oh, das ist so traurig, Mami. Ja, ich weiß, Linus, mich macht das auch ein bisschen traurig. Jetzt habe ich mich auch schon an Flocke gewöhnt. Ja, ach komm mal, ich nehme dich mal in den Arm. Ach, Linus, ich bin auch traurig, dass die Flocke nicht mehr da ist. Ja, das ist echt traurig. Aber ich sag dir jetzt mal was. Ich werde Sophia jetzt überreden, dass wir uns auch eine Katze kaufen. Die paar Tage waren ja so schön mit Katze und so viel mehr Arbeit hat sie ja gar nicht gemacht. Ja, ich verspreche dir das jetzt. Wir werden uns dann auch ein Kätzchen kaufen. So schnell wie es geht. Also, Linus, sei nicht so traurig. Doch, bin ich aber. Ich will nicht irgendeine andere Katze. Ich will Fussel haben. Ja, Linus, aber guck mal, ein anderes Kind weint jetzt auch, wenn Fussel einfach weg ist. Ja, ich weiß. Aber ich hätte einfach gern, ja, Fussel, Flocke meine ich, ja. Allein der Name ist blöd. Wie kann man denn eine Katze Flocke nennen? Fussel ist doch viel, viel cooler. Ach, Linus, ja, die denken bestimmt, wie kann man eine Katze Fussel nennen? Das ist ja genauso hirnrissig. Ja. Ja, aber ich verspreche dir jetzt, ich überrede Mama, wir holen uns eine andere Katze. Das war hier so schön mit Katze, das geht einfach nicht. Ein Haustier gehört einfach dazu. Ja, das wäre schön. Aber ich muss erstmal über, ja, Flocke hinwegkommen.